Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultiland-Video. Ich bin aus den Staaten zurück und ich habe mir was mitgebracht. Und zwar Airheads Extreme. Nachdem wir letztens die anderen Sauron-Teile hatten, dachte ich mir, vielleicht taugt das ja was. Wobei ich da auch sagen muss, ich habe jetzt erst gesehen, dass da eine, eine Sauerskala drauf ist. Und die hier sind noch eigentlich im grünen Bereich, obwohl die Dinger Extreme heißen. Auf der Rückseite ist diese Ampel auch nochmal so ein bisschen erklärt. Airheads Bites sind süß und dann gibt's Airheads Extreme, das sind die hier, aber in einer anderen Form. Ich hatte das nur auf der Rückseite gesehen und dachte mir, naja, länglich ist diese Box halt nicht. Und es sah auch ein bisschen rot aus und ich dachte, jetzt habe ich schon das Sauerste. Aber nein, kann ich ja fürs nächste Mal auf dem Schirm haben. Und dann gibt's noch Sourfuls und anscheinend gibt's noch was ganz, ganz, ganz Krasseres. Also, ich bin jetzt hier leider nur auf der Sauer-Sauer-Skala, also normales Sauer, dann doch nicht Extrem-Sauer. Das Ganze soll regenbogenfarbig sein und auf der Rückseite haben die Amis mal wieder erklärt, wie viel Kalorien das Ganze hat. Beziehungsweise erstmal, eine Portion hat 120 Kalorien und eine Portion sollen 12 Stücke sein. Und 12 Stücke sind 30 Gramm. Die ganze Tüte hat 255 Gramm. Und wir machen es mal auf. Angeblich soll man diese Tüte dann auch wieder verschließen können, wenn man sie gerade aufgemacht hätte. Und da drin ist dann so ein... Naja. Wow. Wow. Kennt ihr das, wenn man... Also, ich weiß nicht, gibt es heutzutage sowas wie Hussels noch überhaupt? Also, wenn man da früher reingegangen ist, dann hat man ja auch dieses ganze Süßigkeiten-Geruchzeug gehabt. Aber... So sieht das dann aus. Ihr seht es, ziemlich regenbogenfarbig. Und wenn man mal eins von den Stücken rausholt, sind sie deutlich kleiner, als ich mir jetzt vorgestellt hätte, wenn ich das auf der Verpackung sehe. Also maßstabsgetreu sind die Dinge auf der Verpackung auf keinen Fall. So klein sehen die aus, sind wirklich regenbogenfarbig und, naja, riechen absolut künstlich. Ach ja, Zutaten. Zucker, Maissirup, Mais irgendwas anderes, Fructose, Hai, also schon wieder Korn, Sirup. Also die ersten fünf Dinger sind nur Zucker, Sirup. Krasse Nummer. Irgendwas mit Palmöl ist auch drin, läuft. Ja, Sojabohnenöl, das ist sowas von natürlich und gesund hier drin. Aber jetzt probieren wir das Ganze doch mal. Ich glaube, die legt man sich auf die Zunge. Ja, sauer. Ich würde schon fast sagen, im ersten Moment saurer als die Sour Patch Dinger, die wir beim letzten Mal hatten. Das ist sowas, da weiß man ganz genau, da futtert man ein paar von und dann ist einem schlecht. Aber nicht schlecht, weil man so viele davon gegessen hat. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich 12 von diesen Dingern schaffen würde, also diese eine Portionsgröße. Es ist einfach dermaßen und auch ein künstlicher Geschmack. Ja. Könnt ihr knicken. Ich werde diesen Geschmack nicht beschreiben können. Also bei sauren Gummibärchen, das ist ja sozusagen meine Königsdisziplin, oder? Da hat man ja die normalen Gummibärchen, von denen man auch nicht mehr so viel schmeckt, weil das saure Zeug da ja drüber ist. Aber die schmecken viel differenzierter und ganz ehrlich, mir jetzt persönlich auch einfach mal besser. Und auch ich fand die Sour Patch Dinger besser. Vielleicht ist es einfach der Nachteil hier, dass sie in ein Stück einfach alle Farben, Schrägstrich, vielleicht auch andere Geschmacksformen. Probieren wir es mal aus. Also es wird jetzt... Ich nibbel das jetzt nur das Grüne an der Seite ab. Also, einmal grün jetzt. Ist natürlich sehr klein. Einmal rot. Ich glaube, es schmeckt anders. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein geschmacklicher Unterschied, ob man rot oder grün erwischt. Und dann habt ihr jetzt einfach hier das Problem, dass ich dann alle Geschmackssachen zusammen habe. Wenn ich von anderen Sachen auch einfach alle auf einem Mal esse,
Ist das bestimmt auch nicht so toll. Nee, ganz ehrlich, da müsste viel passieren, bis ich mir sowas jetzt nochmal hole. Und ich begrüße es jetzt sehr, dass die Dinger angeblich wieder verschließbar sein sollen. Was aber in der Regel, bis man diese beiden Laschen da mal aufeinander hat. Nee, überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Und vielleicht das, was ihr allen den einen oder anderen auch interessiert. Ihr habt es gesehen, wir sind so ein bisschen sauer. Ja, ich finde sie auch nach wie vor saurer als die Sour Patch Dinge. Aber es ist halt nichts, wo ich mir denke, oh, ist das geil, sauer, nochmal oder sowas. Kann man sich mal geben. Ach, guck mal, und hier hinten auf der Rückseite war sogar ein Sichtfenster. Genau, ich glaube, deswegen habe ich die überhaupt gekauft, weil man die da sah. Naja, ich gucke einfach, dass ich beim nächsten Mal noch mehr saure Dinger, also davon noch eine Stufe höher kriege. Vielleicht rockt das dann. Das war jetzt eher so ein, ne, auch geschmacklich. Ne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.